zum Schweigen gebracht hat, zumindest mit seinem Motor. Ich rufe auf Robert Willinger auf seinem 37er Chevy. Showdown, ja, wo jetzt die Gewinner alle vorgelesen werden. Miss Tuning 2016 wurde schon gewählt. Ja. Vielen herzlichen Glückwunsch an die Julia, die Miss Tuning 2016 geworden ist und dann mit dem Kalendershooting zu uns darüber kommt, um das zu machen. So, also genau, wir sind jetzt gerade bei der Wahl. Wir haben gerade was richtig Cooles hinter uns, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen vorher. Und zwar ist das ein Porsche Boxster mit einer Kombokarosse. Sehr, sehr cool. Für uns geht die Tuning World Bodensee jetzt auch damit eigentlich fast vorbei. Wir schauen jetzt, wer das Ganze jetzt hier gewinnt, welches das beste und das geilste Auto auf der ganzen Messe sein wird. Und der Patrick zeigt euch noch ein paar geile Bilder. Und dann bin ich gleich wieder da, oder? Bin ich? Vielleicht auch nicht. Ansonsten subscribe, like und teilen. Remember the 72 Buick Riviera, bobtail back end. Very odd looking car, but very desirable. Even in today's world, if you can find one, they're really neat cars, not only for a low rider, for a classic or a custom. This is it. I have one brand new, custom. Of course. So, damals war in Amerika in diesen 70er Jahren eben der Buick Riviera ein Vorreiter in Sachen Technologie. Das hier, guter Raum, wie der findet, übrigens in perfekter Schornschein-Manier. Alles super, sondersauber gebaut und erstaunlicherweise für diese Fahrzeuggattung mit Airride ausgerüstet. Das ist schon relativ selten der Fall, muss man sagen. Also die Jungs sind ja meistens von Static, aber der hat gesagt, komm, gar kein Problem, baue ich ein Airride. These were 1970s in Germany. I'm so sorry. Yeah. Kann man hier unterschreiben, muss man ganz klar sagen. So! Vielen Dank. Have a safe trip back. Über 2.500 Kilometer Luftlinie musste er sich hierhin bewegen. Mit Fähre, zu Fuß, nee, mit dem Auto. Also alles das. Und dann geht er eben schnell im Griff. Und genau dafür ist das besser halten. Genau dafür ist das Auto hier gebaut. Sagen nach, natürlich mit einem Chevy V8 Motor, Turbocharged, Lachgas, NOS, alles reingehauen, was geht. Und das, mein Lieber, war es diesen vierten Platz hier wert in dieser unglaublichen Gegend. Eigentlich als Rennwagen gebaut, trotzdem in dieser Tuning-Abteilung hier den vierten Platz gemacht. Fourth place, are you lucky? Yeah. I'm lucky. Nicht Applaus! Da ist er schon. Sein Pokal. Komm her, komm her, komm her, komm her.
Auto super. Ihr habt zugehört, zwei Teile, nämlich 1, 2, drückt euch, mehr nicht. Alles andere stinkt uns mit der roten Gruppe überhaupt. Das ist nicht nur original. Wir wissen es ja noch nicht, wer es wird. Also Platz 1, First Place, I will announce. Ich wüsste, würde das gerne noch in Französisch sagen, aber ich kann es nicht. Also von daher freuen wir uns jetzt auf Platz Nummer 1. And the winner is Best of Show. Ja, macht mal ruhig ein bisschen Randale hier. Wir haben die beiden lange noch auf die Folter gespannt. So langsam fährt er die Fritteuse wieder runter, ja, und sagt sich, jetzt wird's heiß. And the winner is the champion of all contenders 2016 European Tuning Showdown. Platz Nummer 1, Best of
ihre Herzen! Roman Wolow! Hey, und natürlich, Platz Nummer 2, Laurin Stathers! Wir sind am Start und dieses Mal gibt es einen etwas außergewöhnlichen oder ungewöhnlichen Abgang. Abgang? Wie sagt man das? Ja. Finish? Ja, Ende des Videos. Outro. Outro, das Wort habe ich gesucht. Also, es gibt ein Outro jetzt und zwar mit Patrick Boy. Zweiergolf. Mit Patrick Boy. Beetle. Käfer. Den seht ihr jetzt. Ja, fahr. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen? Wir? Genau, also es gibt ein Outro, hier stehen jetzt ein Proleten noch rum. Und, also, ja, die schauen sich an. Gummi. So. Ich wiederhole die ganze Scheiße jetzt nochmal. Also, wir machen auf jeden Fall ein Outro. Und bei Patrick im Auto, das seht ihr ja. Und es geht sich im Endeffekt, das war jetzt unser letzter Tag auf der Tuning World Bodensee. Übrigens, wer Patrick nicht kennt, das ist mein Kamera- und Medienmann. Er macht immer den schönen Schnitt für uns. Ja, und hat jetzt auch in den letzten paar Tagen für uns gedreht. Ja, der Patrick ist schon seit Tag 1 bei mir, als ich noch 0 Subscriber hatte. Ja. Und die Videos noch bei mir hochgeladen wurden. Und die Videos noch bei dir hochgeladen wurden, genau. Schaut mal bei seinem Channel rein, übrigens Patrick 3331. Und er macht so ein bisschen, was machst du? Vlog-mäßig. Vlog-Auto. Vlog-Auto. Also wenn ihr Bock drauf habt, da ist ein Huracan und 2.8. Wenn ihr, was? 3.8. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut bei ihm rein, gebt ihm Like, gebt ihm Subscribing, Alter. Gebt ihm ein Abo. Und lasst bei mir mit dem Denglisch halt immer so ein Problem. Gebt ihm ein Abo und checkt das out. Also, Fazit Tuning World Bodensee. Als allererstes würde ich mich gerne persönlich bedanken bei dem Marc und bei dem Sven und bei dem gesamten Team von der Tuning World Bodensee, die dem Patrick und mir, oder die es dem Patrick und mir ermöglicht haben, hier zu sein, an allem teilzunehmen und die uns wirklich gut und nett behandelt haben. Ne? Ja, also, oh, ja. Habt ihr das gehört? Knall hier nur Lift Shift, ne? Fast. Lass die Polizei. Lass die Polizei. Jetzt hast du gerade dann knallen lassen, das sind die Bullen. Ja, fahr langsam. Was haben wir hier? 50, 30, 20, 70? Das ist ja die Polizei. Ja. Was macht er? Ja, der filmt. Er filmt. Steht oben auf, sitzt auf dem Dach. Warten wir tatsächlich auf die Leute, die hier abhauen. Okay, ja genau, und die haben es jetzt auf jeden Fall möglich, dass wir Tüningen bei Bodensee waren. War sehr geil. Wir haben geile Autogrammstunden gegeben, war super organisiert, hat mich wirklich gefreut. Zusammenarbeit, mega. Dementsprechend noch müssen wir nicht ins Hotel fahren. Ja, wir fahren noch ein bisschen abschauen. Also eine Runde und dann gehen wir um. Ah ja, genau. So, mein Hotel ist nämlich ganz direkt neben der Messe, müssen wir runterziehen. Oh Gott, ist die Sonne. Oh super, jetzt geht es Sonne. Einiges besser. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, an der Misswahl durfte ich auch teilnehmen als Jury, das war auch mal ein sehr cooles Erlebnis. Genau, in der Jury, nicht an der Misswahl. An der Misswahl kann ich auch teilnehmen. Als Jurymitglied, ja. Als Jurymitglied, das war auch Mitglied. Mitglied ist ein Mitglied, ne? Mitglied ohne Glied. Und Petting mit dabei. Kennt ihr eigentlich von euch das Wort Petting eigentlich? Petting? Das haben wir heute Morgen wieder entdeckt. Egal. So, das war auch ganz geil. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an die Julia, die das Rennen dann doch gemacht hat. Ja, und die Miss Tuning 2016 geworden ist. Die Julia fliegt dann mit dem ganzen Kamera- und Media-Team nach Dubai, kommt zu mir, um den Kalender. Jetzt pass auf. 2017er Kalender, Miss Tuning Kalender zu schießen. Ich habe nämlich im letzten Video gesagt 2016, das ist natürlich völlig verkehrt. Ne? Aber also gut. Einen halben Kalender hättet ihr bekommen. So, das passiert. Jetzt habe ich so viel gequatscht und eigentlich gar nichts gesagt. Fazit Tuning mit Bodensee. Also, für mich, wie gesagt, war es das erste Mal. Ich fand es sehr cool, es ist sehr tuning-lastig. Wie der Name halt schon so sagt. Tuning World. War ein paar sehr außergewöhnliche, interessante und ich habe es öfters und sehr gerne gesagt, merkwürdige Kreationen am Start. Ja. Aber auch
wirklich sehr, sehr, sehr viele, viele geile Sachen, ja. Und wie gesagt, diese Golf 2 Schiene, Golf 1 Schiene, E36 BMW und, das wird nie aufhören. Und das ist auch gut so, das soll auch nicht aufhören, weil das einfach geil ist. So, Autos habe ich gesehen, die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Opel Calibra, C-Kadett, alte Honda NSX, 1er Golf, 1er Golf Cabrio, also waren schon coole Sachen dabei. Den Tuning Showdown, den Contest hat ja ein Lowrider gewonnen. Ne? Platz 2 fand ich sehr geil, war ein 68er Charger, aber 69er Heckumbau und kompletter Dodge Viper Technik. Und ich muss was gestehen, ich habe die Kiste vorher gar nicht gesehen. Hast du den gesehen? Der war so unauffällig, weil der hatte auch so eine graue Farbe. Und genau, aber wie gesagt, der war so zweiter Platz, war richtig, richtig geil. Und dritter Platz natürlich, ne? Lance Evolution, Right Hand Drive, Engländer. Vollkommen, also fast alles Carbon, ja. Carbon alles. Übrigens, habe ich, kannst du dich erinnern an den, das war ein Golf, ein 1er Golf, glaube ich, wo alles Carbon war? Ja. Getrieben und so, den Typ habe ich getroffen gestern im Hotel. Okay. Ja, den da gehört. Des Weiteren wollten wir unsere Schweizer Freunde noch grüßen, ne? Patrick, genau. Hast mich nicht dran erinnert, hatte ich vergessen. Scheiße, so. Also es war Elvira. Elvira, also hier mal einen dicken Gruß an die Elvira von der Adams Family. Genau. Natürlich nicht von Adams Family, aber daher kam der Name so bekannt vor. Und okay, also, ja, ja. Elvira. Ah, Elvira, Edi, Alisa, Archie aus der Schweiz. Genau. Ne? So. Also vielen Grüße an euch. Wir haben es ja versprochen. Aus Graubünden, ja. Aus Graubünden. Genau. Wir haben es ja versprochen und wir halten nämlich immer unsere Versprechen. So sieht das aus. Genau. So, jetzt sind wir einfach sinnlos im Kreis gefahren, wissen nicht, wo wir sind, sind irgendwo in Friedrichshafen, ich sehe Kaufland. Bei Mediamarkt. Und Mediamarkt. Und vielleicht kaufen wir jetzt noch eine neue Kamera, das wäre auch keine schlechte Idee. An einem Sonntag, genau. An einem Scheiße. An einem nicht verkaufsoffenen Sonntag. Genau. An einem nicht verkaufsoffenen Sonntag. So, so viel dazu. Ja, ich habe gesehen, die Resonanz war wirklich gut mit unserem kleinen Ausschnitt, den wir mit Sydney gemacht haben. Vielleicht kommt da in Zukunft ein bisschen mehr, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare unten schreiben, ob ihr da wirklich so viel Bock drauf habt. Der Zebrastreifen, Alter. Bin hier in der Schweiz, ja. Oh, die Leute, was? Was ist das denn hier? Ja, das ist gar nicht so. Bistro. Ist doch schön hier. Wir können auch essen. Ja, aber ist nicht, schön, ja, hier ist nicht am Wasser. Nee, wir waren ja. Ins Wasser. Was habe ich jetzt gerade gequatscht? Ja, Sydney, genau. Ja, also wenn ihr da wirklich drauf Bock habt, dass ich mehr mit dem Sydney mache, ja, und wir vielleicht mal ein paar Videos zusammen machen und, bitte Daumen hoch und viele, viele Kommentare und viele, was? Bei hier und bei Sydney. Das wollte ich gerade sagen. Tut mir leid. Aber danke fürs Mitdenken. Also bei uns und beim Sydney bitte und dann werden wir vielleicht auch auf die Beine stellen. Ja, uns trennen 6000 Kilometer, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir irgendwie, kriegen wir das schon gebacken. Ja, der Patrick hatte schon eine Idee, ja. Und die Idee ist mega Bombe, ja. Und wenn ihr das, also wenn wir das auf die Beine stellen können und das wirklich, wir das wirklich so hinkriegen, was äußerst kompliziert und schwierig sein wird, ja. Werdet ihr mega geil finden. So viel dazu. Ich habe genug gequatscht. Ich hoffe, Tuning World Bodensee hat euch gefallen. Ich hoffe, unsere Videos haben euch gefallen. Wir sind bei 90.000 Subscribern. 93.000 mittlerweile. Die 100 müssen wir knacken. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Tuning World wieder. Wir sehen uns auf der Essen Motor Show. Ja, freut euch drauf. Wir geben Attacke, wir machen Vollgas. Bis dahin. Ciao, tschüss von mir. Das nächste Mal seht ihr mich auf jeden Fall in Shorts. Und subscriben, liken. Teilen. Blitz aus. Ja. Wir haben was vergessen und wie ihr seht, sitzen wir andersrum, weil ich gerade Patricks Kiste mal fahren musste. So. Musste. Ne, ich musste für mich. Achso, wollte, durfte. Der Patrick hat mir erlaubt, nein, seinen Boliden. Mach mal aufs Gas, tipp mal aufs Gas ein bisschen. Semi-sportlich zu bewegen. In der Stadt. So. Was wollten wir sagen? Wir wollten sagen, auf jeden Fall, genau, eins wollte ich noch sagen. Und zwar haben wir in Dubai freitags geschlossen. Immer. Immer. Freitag ist wieder Sonntag. Ich habe schon mal ein Video erklärt. Ne? So. Der Freitag, anders. Der Donnerstag in Dubai ist wieder Freitag in Deutschland. Okay? Der Freitag in Dubai ist wieder Sonntag in Deutschland. Pass auf. Der Samstag ist wieder Samstag. Und der Sonntag in Dubai ist wieder Montag in Deutschland. Verstanden?
Also bottom line, freitags, wenn ihr ankommt und vorm Tor steht, wird keiner aufmachen. Kurzfassung. So, also freitags zu, anders, sonst könnt ihr uns eigentlich immer besuchen kommen. Wäre natürlich besser, wenn ihr vorher anruft, dass ihr sicherlich da bin. Ich bin meistens auch da, aber man kann ihn nie wissen. Außer er ist auf der abgesperrten Teststrecke unterwegs. Richtig, dann bin ich mal in Kurzzeit. Du bist in Kurzzeit. Genau so. Dann war noch was. Scheiße, was war denn das jetzt schon wieder? Hören wir den Sieb. Das hatte ich auch geschrieben, das andere hatte ich auch geschrieben. Ja. Das war das. Verdammt, was war das andere jetzt? Wer hat es doch gerade noch gesagt? Ja. Freitags nicht kommen. Ach! Dämlich. Wir machen ein Album. Tuning World Bodensee. Und zwar hat der Patti ganz viele Bilder geschossen von... Alter, das hast du jetzt erst gerafft? Ich bin schon 15 Sekunden am Quatsch. Ist ein fucking Album. Was machen wir? Songs oder was? Also, wir machen ein Album auf Facebook. Jetzt schreien sie alle auf, ich habe aber kein Facebook. Dann kann ich leider nicht helfen in dem Fall. Aber für die Leute, die Facebook haben, und ich habe mich selber schon gesehen, dass ich getaggt wurde, ja. Wir machen ein Album auf unserer Facebook-Seite. Ich teile das auch auf meine Privatseite, wo wir einige... Also alles, was ich fotografieren konnte, wo ihr euch nicht mit dem Rücken zu mir befand. Also eventuell habt ihr es ja gesehen. Naja. Alles ist auch leicht übertrieben, aber so viel wie möglich. Ja, deswegen sage ich ja. Ich habe ja, als ihr bei Franz Autogrammstunde gehabt habt und die sich es abgeholt haben und nicht mit dem Rücken zu mir stand, ich stand auf der rechten Seite, habe ich Bilder gemacht und die werden wir alle posten. Also wirklich gute Bilder von euch mit Franz. Nicht nur Handy-Selfie-Kamera-Qualität, sondern wirklich gute Bilder. Ja, und dann könnt ihr euch suchen und finden. Es werden nicht alle sein, weil wie gesagt, einige waren mit dem Rücken zu mir, andere wurden blockiert. Ne? Und dann war aber die Batterie leer zwischendurch? Nee, die war nie leer. Wo war die nochmal leer? Die war nie leer. Doch, irgendwann hast du mal getauscht. Heute war das. Das war heute, aber was hat nichts mit den Leuten zu tun. Egal, auf jeden Fall, genau, also, verlinkt euch da drauf. Direkt euch. Wenn ihr euch findet und dann, das war's dann jetzt. Genau, das war's. Jetzt gehen wir essen und ich sag's nochmal, subscriben, liken, teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann wieder im Solling Dubai. Mit kurzen Hosen. Richtig. From